Guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen heute zur Rückengymnastik. Ich hoffe, ihr habt alle ausgeschlafen und wollen uns mal entspannt wirklich für den Tag bewegen, so uns vorbereiten auf das Wochenende. Und Rückengymnastik bedeutet jetzt nicht so viel Kräftigung, sondern ganz, ganz viel Bewegung einfach in den Körper reinzubekommen, okay? Um wirklich den Oberkörper aufzurichten. Und ich würde sagen, bevor ich zu lange schnacke, legen wir direkt los. Ich brauche euch einen lockeren, engen Stand. Füße, Knie mal nicht zusammen. Und wir verlagern das Gewicht mal von Zehenspitze zu Ferse. Bauch und Rücken bleiben schön fest. Schultern entspannt. Bauen die Körperstabilität auf. Und in den Oberkörper mal hinzu. Auf den Fersen legt den Oberkörper leicht nach vorne. Auf den Zehenspitzen leicht zurück. Desto wackiger könnt das Ganze aber werden. Schön die Körperspannung aufgebaut. Sehr schön. Und wenn das heute gut klappt, nehmen wir die Arme mit hinzu, auf den Zehenspitzen lang zu decken, auf den Fersen weit zurück. Super. Einatmen nach unten, ausatmen macht sich ganz lang. Super. Viermal mehr. Dreimal noch. Zwei. Und ein letztes Mal. Halten unten langsam wieder auf die Ferse an und kreisen mal die Schultern. Jawohl, mal von vorne nach hinten weg. Schulter richtig schön durchbewegt, werden wir ein bisschen schneller. Jawohl, spüre mal, wie die Schulter etwas wärmer wird. Nackenmuskulatur bleibt ohne große Spannung. Auch hier noch. Vier. Drei. Zwei. Eins, und wir schwingen die Arme locker abwechselnd nach vorne. Mal den rechten Arm, mal den linken Arm, ganz locker. Körpermitte bleibt fest und wir führen mit den Knien immer so ganz leicht mit. Ganz leicht, aber schöne Bewegung, bringen ein bisschen mehr Spannung bis in die Fingerspitzen und werden größer in den Weg. Weit nach vorne, weit zurück. Sechs. Bleibt dabei, auch hier noch. Vier. Drei. Zwei, eins, halt mit der rechten Hand oben einmal und zieh dich mal ganz lange raus. Der Oberkörper bleibt wirklich stehen, ganz lang. Linke Arm zieht tief, Nacken bleibt entspannt. Spür mal die diagonale Spannung im Körper. Sehr gut. Arm wieder lang und tief genommen und wir springen erstmal locker an. Spür mal, wie schön warm die rechte Schulter geworden ist. Dieses Gefühl wollen wir nochmal ausgleichen. Die Wege der Arme werden größer. Super. Und wir halten mit der linken Hand oben an. Zieh dich lange aus. Ohne dass der Nacken verkrampft, ohne dass der Oberkörper zu weit geht. Rechte Hand zu tief, spür auch hier die Diagonale. Für vier. Für drei. Für zwei. Eins. Nimm den Arm lang und tief und schwinge beide Arme gleichzeitig nach vorne und nach hinten. Auch hier die Knie locker leicht gebeugt lassen. Körperspannung aus der Mitte hier. Schön fest. Zieh hinten mal bewusst die Schulterblätter zusammen, mach die Hände schön stolz. Und wenn das gut klappt, komm mit den Armen ein Stückchen höher, so bis auf Schulterlinie. Sehr gut. Schulterblätter schön zusammengezogen, auch hier Nacken ohne großen Druck. Nicht, dass der Kopf nach vorne mitgeht, den lassen wir schön fest. Und zieh nur die Schulter nach hinten. Sehr gut. Auch hier noch. Vier. Drei. Zwei. Eins, halt die Arme außen einmal an, Spannung spüre. Vielleicht können wir die Arme noch ein Stückchen nach hinten mitziehen. Super, Handflächen drehen mal zur Decke, schieb die Arme länger nach außen. Super, und zieh die Ellbogen mal hinter den Rücken zusammen. Und nach außen, schiebe. Und ran. Außen. Und ran, bisschen schneller. Komm, außen und ran. Außen und ran. Jawohl, versucht die Brust hier ganz stolz zu ziehen, okay? Vier mehr. Dreimal noch. Zwei, lass die Arme außen. Rotier mal aus den Handflächen. Zum Boden, zur Decke. Zum Boden, zur Decke. Ja, du merkst, die Arme werden schwerer, die Schultern werden wärmer. Mir geht es ja auch um die Aufrichtung von der Schulter her. Gegen den Alltag, okay? Sehr gut. Gleich geschafft, bisschen schneller. Für acht. Sieben, sechs, fünfmal mehr, vier noch gleich geschafft, drei, zwei,
1. Und einmal lockern und lösen. Sehr schön. Ich hoffe, dass der Oberrücken und die Schultern wärmer geworden sind. Ich brauche euch noch einmal im engen Start. Die Füße eng aneinander, die Hände an Oberschenkel und wir rollen uns nach unten einmal ganz klein ein. Sehr schön. Du entscheidest, wie tief wir gehen können. An deinem tiefsten Punkt ziehen wir nochmal die rechte Hand ein Stückchen tiefer als die linke. Und die linke Hand nochmal ein Stückchen tiefer als die rechte. Pendel dich wieder in die Mitte ein und roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben wieder auf. Jeden Wirbel eins mit oben kreisen, die Schultern raus, den Blick diagonal zu weg. Fließende Bewegung. Arme tief ein. Und aus, auf. Stolze Schultern, Blick zu weg. Einatmen. Und aus. Einmal mehr. Super. Stolze Schultern. Hände bleiben mal seitlich an den Außenschenkel. Und gehen auch hier nochmal in die Seitenleitung der Wirbel. Zur linken Seite, zur rechten Seite. Perfekt. Werden ein bisschen langsamer. Dafür schieben wir den Arm diagonal mit weg raus. Lange zurück und weg raus. Und rück. Schau da ruhig mal weit hinterher, dass wir auch die Halswirbelsäule mit einsetzen. Durch den Blick gehoben. Super. Viermal mehr. Komm, raus. Und rück. Nur noch drei. Nur noch zwei. Ein letztes Mal. Und wir lösen mal den Stand. Lockern die Arme aus. Rotieren gerne mal den Oberkörper. Leichte Wege von rechts nach links einmal aus. Super. Okay, ich brauche euch mal ein bisschen breiter als mit breiten Stand. Die Füße mal so meistens drauf. Der Po geht mal ein bisschen tiefer. Und wir verlagern das Gewicht mal ganz weg ab auf die rechte Seite. Zur Mitte. Nach links. Jawohl. Das Bein, was jetzt nicht belastet wird, bleibt mal richtig schön lang gestreckt. Oberkörper ganz aufrecht. Spüren wir hier die Hüfte mit arbeiten, dass wir die mal richtig schön mit öffnen. Dafür schieben wir das Knie bewusst immer nach außen. Jawohl. Lass die Beine ein bisschen wärmer werden. Belasten das Gewicht von Ferse zu Ferse. Und weil es so schön ist, halt mal auf deiner rechten Seite an. Halte. Mal die Dehnung hier im Innenschenkel spüren. Sollte es noch sehr leicht fallen, kannst du den Schritt gerne ein bisschen größer machen. Das ist ein bisschen zu intensiv, komm ein bisschen enger. Das und dort, da wo du dich wohlfühlst, okay? Dann halten wir uns mal mit der rechten Hand am Oberschenkel fest. Linke Hand geht mal hinzu und rotieren mal leicht nach oben auf. Leicht zu. Auf. Und ab. Super. Beine bleiben fest. Wenn das gut klappt, legen wir hier mal den Ellbogen auf den Oberschenkel. Komm, auf. Und ab. Hoch. Und tief. Perfekt. Lass auch den unteren Rücken sich richtig schön mitbewegen und aufrotieren. Und wenn es geht, ein bisschen schneller. Schieb den Arm mal durch die Beine unten durch. Und raus. Ausatmen. Einmal. Ab. Enter. Gleich geschafft. Achtmal mehr. Komm. Nur noch 7. Letzte 6. 5 noch. 4 mal mehr. Komm, oben. Und tief. Nur noch 3. Nur noch 2. Letztes Mal. Oberkörper wieder aufrichten. Gewichtsverlagerung. Links, rechts. Links. Links, rechts. Jawohl, und spür mal den Unterschied in den Beinen. Wie fühlt es sich an? Rechtes Bein sollte ein bisschen wärmer sein als das linke. Und dieses Gefühl wollen wir nochmal ausgleichen, okay? Dafür halten wir auf deiner linken Seite an. Halte. Okay, du bestimmst deinen Schwierigkeitsgrad. Angefangen sind wir mit der linken Hand an Oberschenkel, rechte Hand hinzu. Rechte Hand dreht auf, dreht ein. Okay? Das war meine Grundvariante. Wenn das gut klappt, gehe ich auch jetzt schon mit dem Ellbogen tief auf den Oberschenkel. Oben aufrichten. Unten zurück. Auf.
Jawohl. Super. Auch hier achtmal mehr aus. Unten schieben wir mit dem Arm wieder hier durch die Beine. Oben. Und sechsmal mehr. Fünfmal noch. Letzten vier. Gleich geschafft. Komm. Nur noch drei. Letzten zwei. Einmal mehr. Aufrichten. Gewichtsverlagerung. Letztes Mal rechts und links. Super. Gut. Ich hoffe, euch ist schon ein bisschen wärmer geworden. Perfekt. Okay. Pendel dich mal in die Mitte ein. Lass die Beine jetzt mal gestreckt. Belastung bleibt auf den Fersen. Die Arme kommen mal lang zum Boden. Roll dich mal richtig schön klein an. Ich zeige es gerne mal von der Seite. Beine gestreckt, Rücken rollt sich ein. Und jetzt schiebt die Arme mal ganz tief durch die Beine durch. Belastung ist jetzt auf der Ferse. Spann den Po an, schieb dein Bett nach vorne und roll dich mit dieser Bewegung nach oben an. Und nach unten raus. Beine gestreckt, Belastung Ferse. Und Po spann an, Becken schiebt vor und aufrichten. Okay? Fließende Bewegung. Und ausatmen. Und ein. Mehr. Ausatmen. Gib dem Rücken Bewegung. Und ein. Werdet ein bisschen schneller. Komm. Oben. Und oben. Und denk an die Atmung. Ausatmen. Einatmen zurück. Ausatmen. Achtmal mehr. Komm. Acht. Nur noch. Sieben. Die letzte. Sechs. Fünfmal mehr. Viermal noch. Komm. Hoch. Und nur noch drei. Nur noch zwei. Letztes Mal. Und wir locken Arme und Beine aus. Perfekt. Den Rücken haben wir schon mal gut durchbewegt. Aber auch zu einem starken Rücken gehört auch die Kontrolle der Beine dazu, okay? Weil wenn die Beine falsch belastet werden, belasten wir auch die Wirbelsäule. Okay? Dafür möchte ich so ein bisschen Balance mit einbauen. Ich brauche meinen rechten Fuß mal leicht nach vorne, den linken leicht zurück und den Oberkörper aufrecht, okay? Standbein ist jetzt hier das rechte Bein. Das heißt, wir verlagern das Gewicht so ein bisschen mehr hinten drauf, okay? Und hier schieben wir erstmal das Gewicht auf rechts und ganz locker Bein belasten und Oberkörper bleibt ganz auf. Die Arme gerne leicht zur Stabilität nach außen genommen, okay? Belastung bleibt immer hier zwischen Mittelfuß und Ferse. Sehr schön. Wenn das gut klappt, halte das Gewicht mal nur auf dem rechten Bein. Denkt dran, Standbein leicht rollt, Oberkörper aufrecht. Linker Fuß tippt man vorne ab, tippt hinten ab. Ganz langsam. Vorne und hinten. Denkt daran, in der Ruhe bleibt die Kraft. Viermal mehr. Komm. Vorne. Hinten. Okay? Das ist so leicht, als hier jetzt wieder meine Grundvariante. Wenn das bei dir gut klappt, versuchen wir den Fuß vorne nicht mehr abzusetzen, in der Luft zu halten, hinten halten, okay? Vorne, hinten, Spannung halten, hier schön aus dem Rumpf. Super. Spür mal, wie hier uns das Bein Stabilität gibt, aber auch Bauch und Rücken zusammenarbeiten muss. Viermal mehr, vorne, hinten, noch drei. Noch zwei. Letztes Mal halt mal vorne an und hebt mal hier nur das Knie nach oben lang und raus. Knie heben, Knie tief. Okay, heben und perfekt. Und das Knie so hoch wie möglich, hier, ran damit. Und weg, wenn es geht, etwas schneller. Oben und Ende ist in Sicht, auch die Hüfte muss sich gut mit stabilisieren. Der Po arbeitet. Die letzten. Vier mehr. Drei. Zwei. Eins. Und läuft dann. Durchatmen. Beine ausstrecken. Sehr schön. Schön, dass wir zwei Seiten haben. Linker Fuß kommt nach vorne.
Erstmal die Füße verlagern, langsam auf das linke Bein. Langsam zurück, ganz easy. Vor und Stand beim Leib leicht gebeugt. Hier leicht gebeugt. Belastung bleibt er hier. Auf Mittelfuß und Pferd. Oberkörper aufgerichtet. Okay. Sehr schön. Das bleibt meine Grundvariante. Wenn du dich wohl fühlst, halt das Gewicht hier auf links. Rechter Fuß. Tipp vorne. Nach hinten. Vorne. Nach hinten. Jawohl. Spannung aufbauen. Po ein bisschen anspannen. Da soll das Becken mithalten. Bauch- und Rückenspannung ist da. Wenn es klappt, lass das Bein vorne in die Luft. Hinten in der Luft. Desto mehr Spannung brauchen wir hier. Wenn du merkst, es klappt nicht ganz so gut, immer nur die Zehenspitze kurz abtippen, dann der Wechsel nach hinten, okay? Sehr schön. Vier mehr. Go. Vier. Nur noch. Drei. Die letzte. Zwei. Einmal noch. Halt das Bein vorne an. Heben langsam das Knie. Nach oben. Und rück. Jawohl, super. Stabilität. Aber trotzdem auch hier unsere gymnastische Übung. Perfekt. Auch hier gleich geschafft. Bein geht etwas schneller. Kopf. Oben. Und sieben. Sechs. Fünf. Auch hier die letzten. Vier noch. Drei. Zwei. Eins. Und lösen. Beine aufgeschüttelt. Oberkörper aufgeschüttelt. Gerne mal den Oberkörper leicht rotiert vom rechts. Sehr schön. Eine schöne Übung habe ich noch im Stehen. Dafür brauche ich euch noch einmal eine Schrittstellung. Rechten Fuß vor, linken leicht zurück, dass hinten nur die Zehenspitze aufsteht. Okay? Beide Knie sind locker leicht gebeugt. Meine linke Hand hält jetzt mal die Hüfte fest. Meine rechte Hand soll sich bewegen von der Hüfte nach hinten raus. Okay? Von der Hüfte nach hinten raus. Ich zeige es mal von der Seite. Hier tief. Hier. Und schau mal hinten bewusst dein Schulterblatt. Da möchte ich hin. Aha. Dehnung hier. Brust, Schulter. Gegen die Alltagshaltung. Mach dich groß und stolz. Tief. Und raus. Super. Versprichst du mir, dass die Hüfte hier so stehen bleibt, wie sie jetzt steht? Du kannst hier nicht rausbewegen. Ich nehme euch beim Wort. Wenn es gut klappt, nimm den Oberkörper mit. Einatmen. Ausatmen. Lange. Einatmen. Ausatmen. Spann hinten mal bewusst den Po an. Der fixiert hier mit der Hüfte, dass wir uns nur aus der Wirbelsäule rotieren, okay? Mehr davon. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Perfekt. Sehr schön. Gleich geschafft. Auch hier viermal mehr. Vier Stück. Vier. Nur noch drei. Die letzten zwei. Einmal noch. Bleiben auf der Beinseite. Zieh hier nochmal das Knie. Ran. Hinten Zehenspitze ab. Kennt ihr von eben? Ran. Und wie geht's zum rechten Arm? Kann der noch ein bisschen? Wenn ja, heb ihn mal langs weg. Und wenn es das Knie hebt, ziehen wir jetzt mal den Ellbogen zum Knie herunter. Und weg. Zeig's mal von der Seite. Rücken rund. Rücken lang. Okay? Rund. Einrollen hier. Ausrollen. Einrollen. Ausrollen. Viermal mehr. Komm. Einrollen. Ausrollen. Drei noch. Zwei mehr. Letztes Mal. Ach komm, weil ihr seid, werden wir ein ganz kleines bisschen schneller. Komm, ran und weg. Letzte sechs Mal mehr. Fünf Mal noch. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und lösen. Beine ausschütteln, Arme ausschütteln. Sehr schön. Schön, dass wir auch hier zwei Seiten haben. Linken Fuß vor, rechts stellt nun die Zehenspitze auf. Oberkörper aufrecht, rechte Hand fixiert die Hüfte, linke Hand kommt zur Hüfte, geht mit den Armen langsam aus und aus.
einatmen. Erstmal den Oberkörper festlassen. Konzentriere dich jetzt hinten auf deine Schulter. Das möchte man spüren. Ja, und auch hier vorne. Dehnung Brust. Ganz weit zurück. Viermal mehr zum Genießen. Krass. Und ist der Po noch angespannt? Super. Nacken entspannt. Zwei noch. Letztes Mal, wenn du dich wohl fühlst, schau den Arm wieder weit hinterher. Atmen. Aus. Und ein. Aus. Und ein. Perfekt. Super. Schöner langer Weg zurück. Schulterblatt spüren. Achtmal mehr. Gab. Acht. Nur noch. Sieben. Letzten. Sechs. Fünfmal noch. Vier mehr. Noch drei. Letzte beide. Ein letztes Mal. Bleib in der Mitte, rechtes Knie hebt. An. Und an. Okay. Arm ein bisschen auslockern. Du ahnst schon, glaube ich, was kommt. Wenn es eben noch gut geklappt hat, linke Arm lang zur Decke, Ellbogen, Knie gehen zueinander. Denk an, Rücken richtig schön. Rund. Und lang. Rund. Und lang. Heute geht es mir um die Bewegung. Super, gleich geschafft. Bisschen schneller für 8 Stück. Auf geht's. Komm. 8. 7. 6. 5 mal mehr. 4. 3. 2. Und ein letzter. Ausgelockert. Beine ausgeschüttet. Arme ausgelockert. Wir kommen zur Bodenübung. Einfach auf Matte oder auf dem Teppichboden. Mach es dir gemütlich im Vierfüßlerstand, okay? Wenn du eine Matte hast, um die Knie so ein bisschen zu schützen, darfst du hinten gerne einmal doppeln. Für alle, die am Teppich arbeiten, legt euch einfach eine Kiste unter die Knie, dass es ein bisschen weicher ist, okay? Dann brauche ich die Hände unterhalb der Schulter und die Knie unterhalb der Hüfte. Schultern weg von den Ohren, okay? Dass wir einen richtig schönen sicheren Stand haben. Gut, wir arbeiten erstmal nur aus der Wirbelsäule. Gymnastische Übung, Becken, achte mal hier auf mein Becken. Das heißt, Po schiebt nach vorne, Rücken geht mal ganz hoch. Und schiebt nach hinten raus. Atme tief ein. Und aus, lass dich fallen. Arme fest. Die bewegen sich nicht mit. Und einatmen. Und ausatmen. Sehr schön. Ein. Super. Ausatmen. Und ein. Zweimal noch. Einatmen. Und pendel dich mal in die Mitte ein. Sehr schön. Rechtes Bein geht mal hinten leicht zurück. Wir bleiben hier mit vollem Gewicht auf den Händen und das Knie als Stütze. Komm mal nur mit dem rechten Knie ran zum Körper. Hinten raus. Ran zum Körper. Hinten raus. Die Arme bleiben gestreckt. Die Schultern hier nicht zu den Ohren ziehen. Lass sie weg von den Ohren. Eine Linie. Okay? Wenn du dich sicher fühlst und meinst, den stabilen Stand zu haben, komm mal die linke Hand nach vorne. Und geh auch hier mal mit Ellbogen und Knie zueinander. Jetzt. Ran. Entweder abgesetzt oder, wenn es gut klappt, einmal in die Luft. Rücken rund. Rücken lang. Rund. Und lang. Acht mal mehr. Kraft. Acht. Nur noch. Sieben. Letzten. Sechs. Fünfmal mehr. Letzten vier. Kopf. Ja. Und raus. Nur noch drei. Nur noch zwei. Letztes Mal. Und komm
noch in den Vierfüßlerstand. Rücken. Rund. Und lang. Rund. Und lang. Jawohl. Eine feste Mut verankern. Gut. Sehr schön. Vier mehr davon. Komm. Rund. Lang. Rund. Lang. Zweimal noch. Denk dran, die andere Seite ist noch dran. Linkes Bein zurück. Zieh das Knie heran. Ran. Und weg. Gerne abgesetzt. Das bleibt wieder einmal meine Grundvariante für euch. Ihr entscheidet, was möglich ist. Okay? Wenn das gut klappt, rechte Arm kommt mit nach vorne. Knie zieht ran. Und jetzt kommt der Ellbogen mit, okay? Komm, rund. Und entweder abgesetzt oder, wenn es gut klappt, langer Weg. Rücken rund. Rücken lang für 8-mal mehr. Komm, 8. Nur 7. Die letzte. 6. Vielleicht geschafft. 5 mehr. 4-mal noch. Komm, ran. Und rück. Noch 3. Noch 2. Komm. Letztes Mal. Und abgesetzt. Dreh dich mal auf den Rücken auf deine Matte. Mach es dir gemütlich. Mir geht es noch ein letztes Mal um die Bewegung aus der Lendenwirbelsäule, um hier wirklich schön Spielraum und Bewegung zu haben. Okay? Dafür lege dich auf den Rücken. Stell die Füße ganz locker angewinkelt auf. Die Arme kommen mal weiter außen, so auf Schulterlinie. Füße und Knie nicht zusammen, Schultern entspannt gelassen. Und komm mit beiden Knien mal zur rechten Seite. So tief, dass ihr hier die linke Schulter in der Matte halten könnt. Spann mal hier bewusst den Bauch an. Atme aus und komm mit den Knien zur Mitte zurück. Und wechsel zur anderen Seite. Beide Knie nach links, rechte Schulter bleibt liegen. Einatmen und ausatmen zur Mitte. Okay, ein bisschen schneller. Rechts. Mitte. Links. Mit. Ich möchte jetzt hier auch gar nicht eine Kräftigungsübung einbauen, sondern ich möchte auch hier beweglich, also Gymnastik, hier mit einbauen, okay? Das hier ist und bleibt wieder meine Grundvariante. Wenn das bei dir gut klappt, schau mit einem Auge mal zu mir. Wenn wir mit beiden Kindern rausgehen, schieben wir das obere Bein mal höher zur Hand, zur Mitte zurück, höher zur Hand, Mitte zurück, die Schultern. Bleiben in der Matte. Mir geht es um die Beweglichkeit. Hier lernt Lösung. Mach den Rücken lang. Zieh den Gesäßmuskel mal lang. Den setzen wir gerne mal auf Platz. Der soll wieder Bewegung haben. Lass das Bein dann dabei gestreckt. Hier. Lang. Und hoch. Okay? Super. Letzte 16 insgesamt. 8 von Seiten. 15. Gleich geschafft. Letzte Übung für heute. 14, 13, super, und versuch noch höher zu kommen. Komm, vielleicht schafft ihr es auch über die Hand zu gehen. Nicht die Hand zum Fuß, sondern wirklich noch der Fuß zur Hand. Mitgezählt. Ende ist in Sicht. 4-mal pro Seite, 8-mal noch. Komm, 8. Nur noch 7. Letzte 6. Noch 5. 4-mal mehr. Auf geht's. 4. Nur noch 3. Letzte 2. Und ein letztes Mal. Super. Wir haben es geschafft. Lockert die Beine aus. Komm ruhig mit einem Schwung nach oben in die Sitzposition. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Freitag. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.